Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge 236 von Avorion. Ja, hier sind die Piraten, die wir letztes Mal schon ein bisschen untersucht haben und da wollen wir überlegen, ob wir stark genug sind, die zu bekämpfen oder nicht. Aber ich denke mal, wir lassen das mal noch sein und schauen zu. Eigentlich müssten wir schauen, ob wir jetzt hier Materialien noch haben. Aber 406 ist, für einen Dockingport hat es leider noch nicht gereicht. Wir sind aber auch schon weiter gesprungen. Wir müssten jetzt nur gucken, wo wir dann als nächstes hinspringen, ne? Wir hatten ja hier so ein paar Felder. Grüße, Kap Olisi. Asteroidenfeld. Asteroidenfeld gefunden. Was haben wir hier oben? Notruf. Also ein bisschen doof, dass wir jetzt hier nicht wissen, wo wir hinspringen sollten. Fliegen wir zu einem anderen Asteroidenfeld erstmal. Und gucken, was es da gibt. Raumantrieb laden wir auf. Sehr schön, weg sind wir. Und wir machen mal ein Intro. So, gerade noch die Kurve gekriegt mit dem Intro wieder. Ne, ich vergesse das immer gerne, damit ihr wisst, wo ihr seid. Hier ist tatsächlich nur ein Asteroidenfeld. Gibt es denn hier auch einen Asteroiden, der hier irgendwo ist? Ich glaube nicht, oder? Bestimmt nicht. Und hier ist jetzt auch nichts Besonderes. Wir müssen mal gucken, wer baut denn ab? Baut der andere ab? Ja, der baut ab, aber warum baut er nicht hier so schön ab? Traveler. Abbauen. 2 Stunden steht hier. 10% in der Gefahr. Und der Xanion, Ogonit und Avorion soll er abbauen. 7% nur abgeschlossen, okay. Und hat noch nichts eingesammelt. Hier haben wir noch so ein paar Waffen, die wir noch nicht ausgetestet haben, ne? Wir müssen jetzt eigentlich gucken, dass wir weitere Fraktionen hier oder Stationen hier finden mit Fraktionen, ne? Und dann müssten wir wahrscheinlich mal hier entspringen. Gucken, ob wir da was finden, wo es da weitergeht. Ganz reichte die Entfernung nicht, war noch 2 Schritte weiter zu machen. Springen wir da hin und gucken jetzt, wo es da lang geht. Sprung ist berechnet, dann können wir aufladen. Das dauert aber noch ein paar Sekunden. Das ist schon mal doof. Ich dachte, wenn wir Gas geben, dann wird er. Doch, jetzt geht's schneller. Okay, keine Energie. Na super. Da müssen wir ja Strom sammeln, ne? Aber geht ja schnell da unten, ne? Schauen wir das jetzt damit. Knapp. Aber geschafft. So, jetzt sind wir am Knotenpunkt angekommen. Ich hoffe, es ist noch ein Knotenpunkt, weil da war ja auch was mit der Karte nicht in Ordnung, ne? Ja, ist auf jeden Fall was los hier. Ja, das ist jetzt der Schrottplatz hier. Da könnte man sicherlich was drin suchen. Jetzt müssen wir nur gucken. Warte mal, das war N. Da können wir sehen. Nord-Nordwest. Das ist dann das Tor, was wir nehmen sollten, ne? Da fliegen wir mal rein. Gucken dann da weiter. Schauen wir mal, dass wir da reinkommen. Und ja, ich glaube. Nicht an den Rand gekloppt, ne? Aber war schon wieder kurz davor. Ja, was wir jetzt brauchen, ist eine Waffenfabrik, ne? Okay, hier ist auf jeden Fall was los. Ressourcendepot, Kolonmine, Erzmine, Stahl, Bleimine. Güterschiff, schweres Bergbauschiff, Zerstörer. Leider gibt es nur ein Tor hier und da sind wir gerade durchgeflogen. Das ist jetzt nicht so toll, ne?
Oh, gut, dass wir den nicht getroffen haben, ne? Ich wollte eigentlich nur einen Doppelklick machen auf den Zerstörer. Wir sind mit der Beziehung mit denen sowieso schon schlecht. Das ist nicht gut, also. Was ist das hier für eine Mine? Das ist die Kohlemine. Hier ist ein Ressourcendepot, oder? Jo, das hat wieder gut geklappt. Ressourcendepot, hey, aufhören. Gut. Ja, wir haben ja aufgehört. Das wollten auch gar nicht da drauf schießen. Ressourcenhandel. Avorion gibt es hier nicht. Vielleicht sollten wir ein bisschen was verkaufen, um dann die Dinge zu verbessern, ne? Die Beziehung. Ja, ich muss zum anderen an der Station angeschlossen sein. Also fliegen wir da mal näher ran. Weiß aber nicht, wie gut es ist, hier mit denen zu handeln. Aber das kriegen wir gleich mit, oder? Wo sind hier Docking Ports? Da. So, dann können wir uns daran arbeiten und jetzt das aufmachen. Ressourcen handeln. Und da wollen wir jetzt das verkaufen. Wir haben 3.800 zugekriegt. Wir sind jetzt schon mal neutral. Das ist ja schon mal was. Jetzt ist nur die Frage, wie viel brauchen wir, damit wir ordentlich da sind. Titan machen wir mal 156.000. Verkaufen die. 6.200 verbessert. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Könnten jetzt aber auch 100.000 nochmal. Ja, dann mal Credits Dingens, aber es ist nichts passiert mit Dingens hier, sag schon. Da gibt es keine Punkte mehr. Gut, damit haben wir das ausgeschöpft. Wir sind aber mit denen neutral, das ist schon mal gut. Die sind jetzt lila, wie wir sehen. Und jetzt müsste man gucken, was hier mit Handeln oder sowas machbar wäre. Aber hier ist gar keine Handelsstation, ne? Oder wie war das? N. Kohlemine, Edelmetallmine, Edelbleimine. Güterschiffe. Konnte man die was fragen? Ich glaube ja, ne? Ja. Wo ist euer Einsatzsektor? Ist bei minus 62, minus 24. Minus 62. Minus 24, das muss hier oben irgendwo sein. Okay. Guck mal, da gab es sogar ein Tor, das bis dahin geht. Piraten. Xotan-Schiffe. Nochmal Piraten. Aber die Piraten waren hier lila, auch interessant. Ah ne, die ist kein Piraten. Planeten steht da nicht Piraten, ne? Ja, okay. Aber hier sind wir jetzt in der Sackgasse. Das bedeutet, wir fliegen jetzt da als nächstes hin. Hoffen, dass wir den Weg da weiterfinden dann. Wo müssen wir uns ausrichten? Na da, das ist schlecht, weil da gerade wer im Weg ist. So kommen wir da dran vorbei. Naja. Und dann fliegen wir mal den Hyperraum da lang. Okay. Dann sind wir schon angekommen. Und wo wollten wir hin? Hier wollten wir hin. Neue Koordinaten, neues Glück, ne? Jetzt muss das erst abkühlen. Aber nee, er nimmt es nicht an zum. Batterie ist auch ziemlich leer.
So, jetzt nochmal. Geht's jetzt schneller? Ne, die Zeit zählt da oben trotzdem nicht schneller runter. Irgendwie ist das auch gerade buggy, glaube ich. Energie niedrig, sagt er jetzt. Ja, ist schon ein bisschen komisch, ne? Schaffen wir das? Leider nicht. Hat nicht ganz gereicht. Leider nicht ganz gereicht. So, jetzt nochmal. Jetzt reicht's aber, oder? Nächster Sektor schauen, was da drin ist. Ne? Hoffentlich können wir da weiterspringen. Irgendwo eine Torverbindung hinkriegen. Na ja, da und dann gucken wir hier und dann sind wir mit einem Westtor beschäftigt. Ja, am Westtor ist richtig. Das Westtor ist dort. Was haben wir hier im Sektor sonst noch? Ein Handelsposten, noch ein Handelsposten. Fahrzeugfabrik, Computer, Beschleunigung, Beschleunigung. Wir sollten eigentlich hier erstmal hinfliegen. Und das Cheaten machen, wie der Thomas Steder das immer macht, ne? Da einkaufen und wieder verkaufen und so ein paar gute Stimmung machen. Gut, fliegen wir zu dem Handelsposten. Asteroid voraus, aber ich glaube, den fliegen wir drüber weg, ne? Nein, wir fliegen doch nicht drüber weg. Ach Mann, ey. Unser schönes Avorium, 9 Stück von verloren, ey. Dann driften wir hier noch so durch die Gegend, ey. Wo ist jetzt das? Da ist es. Nochmal 3000 Schaden, ne? Hat gut geklappt. Guck mal, nehmen wir da unten, wenn es ist vorbei, ich glaube schon, ne? Und Dockingports, auch nicht hier unten. Ausgewählter Mann, ne? Ja. Da sind welche. Dein Schiff Traveler in Sektor 1 wird angegriffen. Oh oh. Zu Traveler wechseln. Schnell dahin. Hat er sich alleine verteidigt und ist niemand da? Ne, da kommt noch ein Torpedo. Da sind sie. Okay. Können aber nicht wegspringen, ne? Das ist schlecht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ein bisschen hier die Lage checken, wie wir da weiterkommen, oder? Aber den kriegen wir gar nicht weg. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die kaputt kriegen. Jetzt ist nur die Frage, ob das klappt. Und die sind alle so nah beieinander, das wird nichts, ne? Jetzt ist die Frage, ob ich so einen kaputt hier kriege erstmal, ne? Oder ob ich irgendwie die Zeit abwarten muss, bis ich abhauen kann. Schild ist schon down. Okay, das war jetzt nicht so der Bringer, ne? Den da zu rammen. Wer war denn das jetzt? Der da?
Der geht mir ganz schön auf den Sack mit seinen Torpedos, ne? Kriege ich den kaputt? Das ist jetzt die Frage. Aber eigentlich sieht es schon mal aus, als ich das Schild erwische. Aber die erwischen mich natürlich auch, weil sie zu viele sind. Das wird schwer. Wir sind schon ziemlich angeschlagen jetzt. Wir müssen den auf jeden Fall kaputt haben. Und dann müssen wir hier erstmal Land gewinnen. Damit wir uns ein bisschen wieder erholen können. Und so einen nach dem anderen kaputt machen. Das wird lange dauern. Oder jetzt ist der Dingens weg, dieser Cooldown. Also wir haben Waffen an Bord, die diese Piraten schlagen können. Das ist schon mal Fakt. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie hier wegkommen. Das wird schwer. Können gar nichts machen gerade. Batterie ist leer. Das ist ganz schlecht. Und die lädt auch ganz schlecht. Da müssen wir definitiv was machen, damit wir hier überleben können, ne? Die kommen aber nicht näher. Die wissen um ihren Unheil sozusagen. Ja, die sind weit weg. Die verziehen sich, glaube ich. Kann das sein? Kriegen wir es jetzt? Ich glaube ja, der Hyperantrieb, der lädt gut auf. Okay, wir haben da eine Chance, aber nicht so die gute Chance, würde ich sagen, ne? Vielleicht müssen wir die beiden Schiffe zusammenziehen. Kriegen wir das hier repariert jetzt schon? Ne, ne? Du brauchst... Wie viel sind das? 4,3 Millionen. Okay, so viel sind es nicht. Jetzt müssten wir mal gucken, dass wir hier am Ressourcendepot noch was verkaufen. Da müssen wir für angedockt sein. Was ist das hier? Eine Bergbaustation. Naja. Und dann müssen wir noch mal gucken, dass wir hier ein bisschen was mit dem Schiff verbessern noch. So Avorion dran, ne? Aber da haben wir ja noch nicht so viel. Dieses Schiff, was jetzt hier gerade fliegt, ist das Avorion-Schiff, ne? Was es sammeln sollte. Wenn ich hier rechts gucke, da ist doch Avorion, oder? Da. Komm, wir machen erstmal Heile. Das ist wichtiger. Also, wo gerade dran vorbei an dem Asteroiden hier, ne? Ich glaube, da links waren so ein Ding da dran, ne? Ach, hast du gedacht. Weiter gekauft, okay, aber ich. Ach, wir sind schon gedockt. Okay, Ressourcen handeln, rohe Erze raffinieren. Können wir das auch machen? Weiß ich gar nicht. Ne, können wir nicht. Nochmal rein und dann Ressourcen verkaufen. Titan, 100.000 weg.
Wieso haben wir nur noch so wenig Credits? Hatten wir nicht gerade eben ein paar Millionen mehr? Hat gut geklappt, ne? Verkaufen muss man die. Gab es wenigstens Punkte für? Ja, 5.000. Das ist ja schon mal was. Aber jetzt glaube ich nicht mehr. Nochmal 300.000. Okay, da gibt es gar nicht so viel für. Na dann. Verkauf das nochmal. Und wie viel Geld haben wir jetzt? Jetzt haben wir 5,7 Millionen. Jetzt müsste es mit dem Reparieren ja eigentlich gehen, ne? Schauen wir mal. Du benötigst 120.000 Eisen. Jetzt haben wir zu wenig Eisen. Wir haben zu wenig 18 Titan fehlen nur. Aber Nauanit fehlt auch. Das haben wir gerade auch verkauft. Und Eisen auf jeden Fall. Okay, das läuft jetzt gerade nicht so gut, ne? Gut, das bedeutet, ich glaube, wir lassen dieses Schiff hier mal gerade gestrandet oder räumen hier auf oder so, ne? Wir haben ja einiges, was wir brauchen hier, ne? So. Was ist denn was hier? Eins. Zwei ist der Zerleger, ne? Abwracker. Ja, okay, das heißt, eins ist jetzt hier. Zwei müssen wir anmachen. Ne, eins aus und drei aus. Und dann können wir was abbauen. Sogar ein bisschen näher ran wahrscheinlich. Ist das jetzt das Richtige hier? Zu weit weg. Ich weiß nicht, was da noch schießt. Ja, das war so jetzt wohl nicht mit zu weit weg, oder? Ich bin drunter, ne? Das wird wohl nichts. Jetzt bauen wir was ab, oder nicht? Okay, Ogonit kriegen wir jetzt schon mal. Da fehlte ja nicht viel, ne? Da war ja nur 12 eigentlich, oder? So, das haben wir jetzt hier abgebaut. Und jetzt müssen wir mal gucken. Machen wir B nochmal. Was da fehlte jetzt uns 19 Orgonit noch. Das heißt, wir müssen noch mehr Orgonit abbauen. Da vorne ist aber schon mal Dingens. Wie heißt es? Aboron. Dann bauen wir jetzt das Aboron mal hier ab. Da kriegen wir ein bisschen was von raus. Okay. Warte, da ist noch ein Klecks. So, wenn ich das jetzt hier repariere, war Aurean auch dabei? Ich glaube nicht, ne, oder? Ne, Ogonit war nur dabei. Das heißt, wir müssen jetzt uns Ogonit noch mal kümmern. Da ist da was.
Okay, das bauen wir ab. Haben wir eigentlich schon genug? So, Bonit ist weg. Da oben ist irgendwas Gelbes und das brauchen wir ja auch. Das ist, wie heißt das Zeug noch? Keine Ahnung. So, das kriegen wir jetzt, oder? Ja, Xanion ist das. So, das ist abgebaut. Aber 263 ist ein bisschen mager, ne? Lass uns noch mal gucken gerade. Das Orgonit brauchen wir immer noch 18. Ach, wir müssen es noch raffinieren. Okay. Und Zanion brauchen wir 72.000, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Titan ist auch zu wenig. Das bedeutet, wir sind hier erstmal fertig, würde ich sagen. Und gucken jetzt erstmal weiter. In der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir hier dieses Schiff ein bisschen heile wieder kriegen. Vielleicht, ja, ich weiß nicht. Aber man müsste gucken, dass wir den mit dem ein bisschen sicheren Bereich kommen, wo er nicht 10% Hinterhalt hat. Und da müssen wir dann weitermachen. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.